Mal schauen, was ich heute anziehe. Welche könnte es werden? Oh, ich habe so viel Auswahl. Ich fühle mich ein bisschen nach Irisch, aber es könnte auch sie sein. Ja, komm, wir nehmen die. Komm. Ja, jetzt muss ich mich entscheiden, welche Schuhe ich anziehe. Oh, das ist immer so kompliziert. Oh, welche Farbe wird es denn heute? Ah, sind wir gleich dunkel dran. Freunde. So. Und da würde ich sagen, willkommen zu einer weiteren wundervollen Woche in meinem katastrophalen Leben. Sorry. Außerdem habe ich gerade hier ein lebensneues Shirt an, also schaut auf jeden Fall auch bei Lebensshop vorbei. Sehr, sehr wilde Quality. Da der Hey-Shop ja gerade nicht online ist, kann man ja auch mal gerne auf einen anderen Shop vorbeischauen. Aber nicht so lange, Freunde, nicht so lange. Und ja, ich habe 3 von den gleichen Schappen gekauft. Es ist aber etwas richtig Trauriges passiert. Ich hatte eigentlich 4 davon, aber die schwarzen Schuhe davon wurden mir einfach gestohlen. Und zwar im Schwimmbad. Eigentlich war das ein richtig cooler Ausflug im Schwimmbad. Das war nämlich nicht crazy, man konnte nämlich einfach ein Kino gucken im Wasser. Also man konnte im Wasser einfach einen Film schauen, mega geil. Freunde, wir sind jetzt gerade in einem Kino, aber im Wasser. Es wird einfach nur toll. So, freust du dich? Wie witzig ist das denn? Der Film ist leider mega kacke, oder? Nein, der ist voll gut. Mega gut, die Schöne und das Biest, voll geil. So wie wir. Danke. Jeder weiß ja, dass ich die Schöne bin. Dann hat irgend so eine Ratte in diesem Schwimmbad meine Schlappen geklaut. Sie hat sie bis heute noch an. Wenn ich diese Person finde auf der Straße, werde wahrscheinlich nichts machen, weil ich ziemlich laurig bin, aber... Meine Mama hat auch schon den Geburtstag, also gratuliert sie auf jeden Fall nachträglich zum Geburtstag. Wir sind mit ihr in eine Bar gegangen und wir haben eine kleine große Überraschung gemacht. Und zwar haben wir der Bar vorher gesagt, ey, wenn hier 0 Uhr ist, wenn die Geburtstag hat, raste richtig aus. Die ganze Bar hier soll eskalieren. Hier, sogar die Leute, die am Tisch sitzen, haben mir Bescheid gesagt, dass jeder wirklich Bescheid weiß. Nur meine Mama nicht. Und dann war es fast 0 Uhr und was macht meine Mama? Sie geht auf die Toilette. Sie geht auf die Toilette. Ja. Warum kommt sie denn? Warum geht sie jetzt auf Toilette? Nein! Das ist nicht ihr Ernst, Digga. Die ist genau ihr Zweck. Das kannst du dir nicht aussehen. In 2 Minuten geht's los. Sie ist einfach nicht mal da gewesen. Eine Minute vor ihr Geburtstag kommt sie dann wieder zurück. Sie war komplett verwirrt. Sie wusste gar nicht, was hier abgeht. Warum filme ich ihn die ganze Zeit? Und dann war sie wirklich komplett überwältigt. Der ganze Club ist da ausgerastet. Hast du damit gerechnet? Oh nein, jetzt muss ich wieder heulen! Und da kamen einfach random Leute und haben mir zum Geburtstag gratuliert. War sehr lustig. Herzlichen Glückwunsch nachträglich auf jeden Fall. Und dann sind wir nach Rheine gefahren. Lea hatte endlich ihren Führerschein und ich wollte sie überraschen. Aber dass das alles komplett in die Hose geht. Also wir wollten sie nur an der Schule überraschen. Was das alles mit sich gezogen hat, das hätte ich nicht gedacht. Ihr könnt euch nicht glauben, was wir für eine Tortur hinter uns haben. Wir sind extra früh aufgestanden, um Lea von der Schule zu überraschen. Aber Lea war zu der Zeit einfach am Schwänzen. Wir haben sie einfach beim Schwänzen erwischt. Wir waren heute Morgen bei der Schule und sie war einfach nicht mal da zu der Zeit, wo sie eigentlich nach Hause kommen soll. Angekommen an Leas Schule, Freunde. Jetzt kommt der Schrecker des Jahrhunderts. Okay, jetzt muss ich nur noch ihr Auto finden. Wo ist es? Wo ist es? Das Auto ist hier nicht. Oh nein, das ist hier nicht. Ein Giga-Fail, Freunde. Ein Giga-Fail. Freunde, das ist wirklich einfach nur traurig. Wir sind jetzt extra 2 Stunden hergefahren, um sie zu überraschen. Wir sind so früh aufgestanden. Und jetzt ist sie einfach nicht mal in der Schule. Freunde, wir sind uns gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, wir haben Lea beim Schuleschwänzen erwischt oder so. Heute was. Irgendwie ist sie ein bisschen komisch. Und zwar haben wir am Live-Store danach geguckt und da stand einfach, dass sie bei McDonald's ist. Das fanden wir etwas komisch. Wir sind dann mit Vollgas dahin gefahren, aber bevor wir angekommen sind, war sie schon wieder zu Hause. Lea ist jetzt zu Hause, aber sie war nicht in der Schule, bevor sie nach Hause gegangen ist. Das heißt... Sie war auch nicht in der Schule. Das wollten wir nicht hinnehmen und ich wollte sie konfrontieren. Und auch ein bisschen erschrecken. Wo war die, Olle? Das kannst du dir nicht ausdenken. Wir kommen ja heute Abend, ne? Weißt du das schon, ne? Und du musst mir mal ganz kurz die Nummer, die auf dem Reifen steht, musst du mir durchgeben. Geh mal zum Auto, mach das mal. Oh mein Gott! Nein! Wir waren sogar in der Schule und so, und wir wollten dich abholen und so. Wir haben geschwänzt. Wir haben geschwänzt. Wann? Wir waren da um 14 Uhr. Ja, da habe ich ja nicht geschwänzt. Ich bin hier dann gefahren um 14 Uhr. Da waren wir da in der Schule, du bist nicht gefahren. Ich habe geparkt, ja, wahrscheinlich warst du ganz woanders. Ich parke an der Tour und da kommt ich mal. Ratet, wo sie war! Ratet, wo sie war! Weil er den Parkplatz nicht gefunden hat. Nein! In Wirklichkeit war Lea bei Mc's oder so, aber naja. Schreibt in die Kommentare, ob ihr denkt, dass Lea am Schwänzen war und ob wir den Parkplatz falsch erwischt haben. Ich zeige euch gleich den Parkplatz, also ist es dann offensichtlich. Ja, ja, ja. Zu Leas Verteidigung, sie hat mir dann am nächsten Morgen tatsächlich ein Video geschickt, wo sie angeblich parkt, aber glauben wir das, Freunde? Glauben wir das. Der Grund, warum wir dich nämlich erschreckt haben, ist, du hast ja endlich deinen Führerschein. Hey. Und Lea, du hast ja einen Wunsch geäußert, ne?
Und was war der Wunsch? Ich will in deine Tesla fahren. Ich habe jetzt schon auch ein bisschen Bammel bei der ganzen Sache, aber ja. Lea darf heute legal meinen Tesla fahren und ich hoffe, er wird nicht komplett zerschrottet. Wenn du fahren willst, dann musst du natürlich auch wissen, wie man das Ding hier abmacht. Mit dem Fahren. Hä? Wenn das mit dem Fahren genauso gut funktioniert, dann bin ich ja schon mal sehr optimistisch. Lea darf natürlich nicht alleine fahren, sie muss doch in Begleitung fahren. Hey, du musst auf die Rückbank. Ich muss jetzt auf die Rückbank gehen beim Fahren. Das macht mich ganz nervös hier, das Ganze. Wir haben Todesangst. Wir haben alle Todesangst. Gibt es hier noch einen zweiten Anschneider irgendwie, Digga, wo man sich doppelt anschneiden kann? Wie starte ich das? Ja, mit dem Startknopf. Okay. Oh mein Gott. Das Lenkrad ist ja lustig. Das ist ein ganz normales Lenkrad. Lea, du bist aber links. So, hier ist es. Gut. Niemals Schulterblick vergessen. Oh mein Gott! Ah, da kam jemand! Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße, ach du Scheiße. Alright! So ein komisches Bild gerade. Lea an dem Steuer von meinem Tesla, Junge. Achtung, da kommt ein LKW. Ah! Jetzt tut er so ein Video, aber eigentlich fahre ich echt gut. Und dann wollte Lea zum Supermarkt fahren, um sich Himbeeren zu holen. Keine Ahnung warum. Aber nicht mal das hat geklappt. Hier kommt schon die Feuerwehr, weil sie alle Angst haben, dass sie gleich irgendwelche Unfälle gebaut wird. Das ist doch der Lea, du bist vorbeigefahren. Oh nein, oh nein. Und dann mussten wir mitten auf der Straße rückwärts fahren. Oh nein, das ist eine Katastrophe, jetzt sind wir rückwärts auf der Straße fahren. Ich weiß nicht, wo der Lea ist. Jetzt sind wir rückwärts auf der Straße. Du bist immer noch rückwärts gegangen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du einparken kannst. Die Parklücke ist auch ziemlich klein. Mal gucken, ob ich schaffe. Wo will die hin? Jetzt los, fahr geil. Oh, ich weiß nicht, ob das jetzt passt in meiner Messung. Oha, oha. Oh, jetzt scheiße, komplett rein. Was ist das denn? Perfekt, perfekt, perfekt. Bisschen über der Linie, aber nur ganz. Hier so ein bisschen Platz noch. Jetzt hat die Olle sich ja noch. Da fühlt sich ja schon viel zu wohl im Auto. Und nachdem wir dann noch den Autopilot getestet haben, wollte Lea unbedingt einmal richtig Gas geben. Und ich sage euch so, wie es ist, mein Leben ist an mir vorbeigezogen. Okay, Lea, bist du bereit für deinen ersten Quickstart? Ja. Oh, McDonalds-Werbung, Digga. Lieben wir. Nochmal. Okay. Ah, oh, oh. Polizei. Hilfe, Hilfe. Eine Verrückte ist im Auto. Hilfe, Hilfe. Boah, wow, du bist auch lang gefahren hier, ne? Lea, du kannst ja auch endlich dein eigenes Auto fahren. Hier bist du auch schon aufgeladen, das ist nämlich Elektro. Google, einer der nicesten Autos, wenn ihr 15 seid. Ihr fragt euch gerade, hä, mit 15 kann man schon Auto fahren? Ja. Auf der Website spurgeil.de seht ihr genau das Auto, was Lea hat. Und das ist richtig krass, man kann mit 15 schon alleine fahren und man muss nicht mal tanken, weil es ist elektrisch. Wenn ihr früh fahren wollt, ist wirklich einer der geilsten Autos. Aber was hast du bitte hier getan? Das, ne? Das, also das für ein Muster am Lenkrad. Wie schön. Wie so scheiße. Total schön. Machen wir noch schön mit dir essen und wir haben sie vielleicht ein bisschen verarscht. Und zwar haben wir gesehen, dass sie die ganze Zeit schreibt am Tisch. Irgendwie mit so einem Jungen schreibt. Und wir waren noch so, wer ist das? Wer ist das? Und als sie dann ihr Handy so neben sich gelegt hat und vergessen hat zu sperren, haben wir direkt die Chance genutzt und das Handy geklaut. Das war irgendein Junge. Wir haben direkt die Chance genutzt und haben direkt den nächsten Schritt gemacht. Ja, war auf jeden Fall mega happy damit. Was? Wir haben gerade mit Leas Handy einfach so Herz geschrieben. Und Lea hat, glaube ich, gerade in Lichtgeschwindigkeit diese Nachricht gelöscht. Oh, wann fahren wir zu Meckes? Date. Mal schauen, wie das auch alles aussieht. Wir haben auch viel über Lea herausgefunden, diese Folge. Anscheinend schwänzt sie die Schule. Hat irgendwelche Freunde, mit denen sie zu Meckes geht. Ach, wirklich die Jugend von heute, wirklich. Ach. Viel schneller ist der Blitz, viel größer als gedacht. Denn mit 130 Klicks dachte niemand, dass